Dankeschön. Wann hast du das erste Mal gewusst, dass du hier richtig bist? Wann habe ich das erste Mal gewusst? Ganz früh. Das war auf der Sommerakademie. Und zwar, als ich den Menschen das erste Mal so live gesehen habe, weg von meinem Bildschirm und gemerkt habe, boah, ja, das ist echt. Die Leute haben, die leben das, diese Werte, durch und durch. Da gehöre ich hin, hier ist eine coole Energie. Das hat mich so das erste Mal so richtig umgeben, als ich die Leute live gesehen habe auf der Sommerakademie. Was hat sich für dich in dem Jahr verändert? Wo hast du dich weiterentwickelt? Was hat sich nicht verändert? Wo habe ich mich am meisten weiterentwickelt? Ich habe eine gewisse Ruhe entwickelt. Ich habe gemerkt, dass ich dann am meisten leisten kann, wenn ich versuche, am wenigsten zu leisten. Also das klingt vielleicht komisch, aber ich habe wirklich eine coole Balance gefunden, wo ich sage, wenn ich entspannt bin, dann bringe ich eine tolle Leistung. Und an manchen Tagen kann ich da so und so viele Stunden raushauen, an anderen Tagen gar nicht. Und ich habe gemerkt, dass ich damit am meisten bewege, wenn ich erstmal schaue, was bei mir drin passiert. Das gilt für die Arbeit, die ich zu Hause mache, die Vorbereitung für den Kindergarten. Und es gilt ganz besonders stark auch für die Zeit mit den Kindern. Kinder sind tolle Beobachter und Beobachterinnen und die merken, mit welcher Energie du da hinkommst. Anhand welcher konkreten Beispiele hast du Veränderungen an deinem Kindergarten bewirkt und damit zu Chancenfairness beigetragen? Konkrete Beispiele heißt Geschichten, Lebensgeschichten von konkreten Kindern, mit denen ich arbeite. Und da gibt es sehr schöne Geschichten, wo es mir gelungen ist, die Perspektive von einem Kind auf sich selber zu verändern. Also Kinder, die das in ihrem Leben nicht oft hören, dass sie was drauf haben, dass sie Talent haben, dass sie was Besonderes sind, dass sie Stärken haben, denen das zu zeigen und dann zu merken, wie die Kinder das wirklich entdecken und jeden Tag mehr und mehr auf ihre eigene Weise umsetzen. Das ist wahrscheinlich das Schönste, das es überhaupt gibt in meinem Job. Und ja, so würde ich diese Frage gerne beantworten. Was möchtest du nächstes Jahr erreichen? Das erste Jahr war sehr turbulent, da war viel Neues dabei. Ich bin ein Quereinsteiger in der Branche, von der ich davor keine Ahnung hatte. Und da habe ich erstmal eine Zeit gebraucht, um mich zurechtzufinden. Ja, also was sind die Regeln von dieser neuen Welt? Was sind die ungeschriebenen Regeln? Und langsam habe ich dann aber Fuß gefasst. Es war nicht immer leicht, aber ich habe mich zum Glück austauschen können mit meinen Co-Fellows. Ich habe wachsen können und ich habe Halt gefunden. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich stehe langsam mit zwei stabilen Beinen in der Sache drin. Und jetzt möchte ich natürlich richtig was stemmen und ja, so richtig loslegen im Kindergarten. Was würdest du jemandem sagen, der überlegt, sich zu bewerben? Tu es. Wenn du jetzt gerade das Gefühl hast, na, ich weiß nicht, ist das die richtige Sache? Ist es die richtige Sache? Der Zeitpunkt kommt nicht, wo du sagst, boah, heute ist der Tag, wo ich einen Quereinstieg mache. Heute verändere ich mein Leben und das von lauter Kindern um mich herum auch. Der Tag kommt nicht. Nicht von alleine. Den musst du schaffen. Und wenn du heute das Gefühl hast, das könnte was für mich sein, aber ich weiß nicht, dann tu es. Bist du genau auf dem richtigen Weg? Genauso stand ich vor einem Jahr da und ich bereue nichts.